Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. 50 Millionen. Sehr geehrte Eierwärmer, Väterkuschler und Kückenschänder, es geht um Mord, Totschlag und Kinderschändung. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Um kleine, hübsche Kükenjungen, die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Hier muss es Alternativen geben. Zu dieser Zwangshinrichtung aller Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis, statt ein neues KZ. Wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Das macht mich stolz und dankbar. Kückenschreddern. Eine echt voll total mega geil, super krass wissenschaftlich aufgebaute journalistische Hobbyarbeit gegen eines der größten, erbarmungslosesten, schmerzvollsten und traurigsten Probleme unserer Zeit, über das leider viel zu selten gesprochen wird. Unter dem Motto Tierschützer aller Länder vereinigt euch, das auch genauso gut als Untertitel dienen könnte, das aber in diesem Fall nicht tut. Boah, krass, hammergeil, super Federvieh. KSEEVTMGSWAJHAGEDGESUTPUZÜDLVZSGWUDMTALVEDAGGAUDKDAIDFNTBKHSF von Carsten Todd im Rahmen des Medienformates Hottentott beim Radiosender Radio OKJ Jena plus YouTube, erstellt im Herbst 2016. Einleitung. Das Schreddern junger Küken ist ein herzloses Thema, das unter totaler Nichtbeachtung der Ehre
und des Lebens willen junger Tiere allein dem wirtschaftlichen Profit dient. Wirtschaftlich agierende Unternehmen besitzen das Ziel, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Für männliche Küken besitzen sie offenbar nur unzureichende Verwendung. Und subventioniert wird hier nicht. Entsprechend suchen sie nach dem kosteneffizientesten Weg, sich diesen männlichen Küken zu entledigen. Maßnahmen, das Geschlecht der Küken bereits im Ei, also vor dem Schlüpfen männlicher Küken, zu bestimmen, gibt es noch nicht. Und selbst wenn es sie gäbe, müssten sie kostengünstiger als das kosteneffizienteste Töten der Küken sein. Deshalb werden männliche Küken getötet, erbarmungslos und in großer Zahl. Sie werden, milde gesagt, zerschreddert. Die Überreste werden dann noch an andere Unternehmen verkauft oder weggeschmissen. Das ist für entsprechende Unternehmen der effizienteste Weg, männliche Küken sozusagen zu entsorgen. Damit entstehen weitere Kosten nur noch für Küken, für die sie offenbar mehr Verwendung finden. So bleiben die Preise billig, die Unternehmen erwirtschaften den größtmöglichen Gewinn und bleiben wettbewerbsfähig. Daran, das Leid der Küken zu mildern, denken offenbar nur wenige. Wissenschaftliche Quellen zu diesem Thema existieren kaum, weshalb ich auch hauptsächlich auf Internetseiten recherchieren muss. Und wer mit dem Gedanken des Tierschutzes einbricht, um die Küken zu befreien, wird verhaftet. Das ist moderner Massenmord, unterstützt durch die Staatsgewalt. Früher geschah so etwas mit Juden, heute mit Küken, für günstiges Fleisch und den Wohlstand der Massen. Als Hauptschuldige an diesem herzlosen Töten ließen sich neben profitgeilen Konzernbossen somit schnell all jene nennen, denen alles andere egal ist, sofern sie massenhaft, spottbillig ihr Fastfood fressen können. Hierbei weise ich darauf hin, ich möchte niemanden aufgrund seines Körpergewichts angreifen. Dafür kann es viele Gründe geben, wie Krankheiten, Gene, Stress, Unsportlichkeit oder ganz einfach zu gerne zu viel gesund und bewusst zu essen. Dieses Übel lässt sich nicht bekämpfen, indem über übergewichtige Personen hergezogen wird. Und schuldig sind im Grunde sehr viel mehr Menschen. Laut populären Präsentationen moderner Forschungsergebnisse soll beispielsweise zur Entwicklung und der Möglichkeit zur Forschung eines Volkes zunächst auch die Nahrungsversorgung sichergestellt sein. Dementsprechend können sich mehr Menschen an der Forschung beteiligen, je weniger für die Produktion der Grundgüter wie der Nahrung benötigt werden. Weniger Menschen zur Produktion dieser Güter werden vor allem durch Nutzung moderner Maschinen benötigt. So eine Maschine kann ein Kükenschredder sein, aber es gibt weitaus mehr. Diese Maschinen sollen möglichst kosteneffizient arbeiten. Menschliche Arbeitsplätze werden abgebaut und verlagert, zum Beispiel in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung moderner Unternehmen. Diese Forschung hat uns einige moderne Technik beschert, wie Computer, Autos, Smartphones, Flugzeuge und so weiter. Folglich ließen sich ebenso alle technikbegeisterte Personen für die Massentötung der Küken verantwortlich machen. Allerdings ginge diese Überlegung wohl noch weiter. Denn ganz ohne entsprechende Güter kommt heute wohl keiner von uns mehr aus, die sich für viele Menschen auch nur dadurch kaufen lassen, dass andere Güter äußerst günstig sind. Ohne weiteres ließe sich wohl die komplette Menschheit schuldig sprechen, denn es ist heutzutage alles ein Kreislauf und keiner kommt mehr ohne den anderen aus. Jede Tat kann Auswirkungen auf viele andere Personen besitzen. Denn diesem Kreislauf kann sich wohl niemand mehr entziehen. Daher soll es bei dieser Arbeit auch nicht so sehr um Schuld gehen. Ebenso wenig geht es darum, abgedroschene Phrasen und Lobpredigen loszuwerden, wie dass derjenige den ersten Stein werfen soll, der ganz ohne Schuld ist. Vielmehr ist das Ziel dieser Arbeit Information und Aufklärung. Eventuell ist es schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass überhaupt mal ein umfangreicheres Werk über dieses traurige Thema auch in deutscher Sprache erstellt wird. Letztendlich kann der kleine Mann von nebenan wohl ohnehin nicht viel erreichen, sofern er sich nicht in einer starken Masse zusammenrottet. Dieses Thema muss den Menschen bewusst werden.
Die wenigsten wollen solche Praktiken unterstützen. Nur durch ein stärkeres Bewusstsein solcher Machenschaften besteht die Chance, dass sich hier überhaupt irgendwann mal irgendwas ändern kann. Zeit, Oberverwaltungsgericht. Krückenschreddern bleibt weiterhin erlaubt. Das Oberverwaltungsgericht Münster hält das massenhafte Töten männlicher Küken für mit dem Tierschutz vereinbar. Grund dafür seien fehlende Alternativen für die Betriebe. Das Töten männlicher Küken verstößt nicht gegen das Tierschutzgesetz. Und so wird es vom Oberverwaltungsgericht Münster gebilligt, sofern ein vernünftiger Grund dafür vorliege. Die Aufzucht der ausgebrüteten männlichen Küken sei für die Brütereien mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden. Männliche Küken besitzen keinen Nutzwert, da sie keine Eier legen und auch für die Mast nicht genügend Fleisch ansetzen. Dadurch werden in Deutschland pro Jahr schätzungsweise 50 Millionen männliche Küken getötet, was hauptsächlich durch Gas geschieht. Das Gericht begründete weiter, es müssten ethische Gesichtspunkte und menschliche Nutzungsinteressen gegeneinander abgewogen werden. Die Aufzucht männlicher Küken stehe im Widerspruch zum erreichten Stand der Hühnerzucht und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die technischen Verfahren, um nur noch Eier mit weiblicher DNA auszubrüten, seien noch nicht praxistauglich. Dennoch wurde die Kükentötung im Bundesland Hessen erfolgreich verboten, während man ein deutschlandweites Verbot ablehnt. Denn dann würden die Brütereien ihre Betriebe einfach ins Ausland verlagern. Allerdings könnten Methoden zur Geschlechtsbestimmung bald praxistauglich sein. Tierschützer futtern stattdessen Zweinutzungshühner, wobei die Tiere als Eier- und Fleischproduzenten eingesetzt werden. Da die Hühner weniger Eier legen und weniger Fleisch ansetzen würden, wird jedoch noch die Wirtschaftlichkeit dieses Produktionssystems überprüft. Süddeutsche Kükenschreddern, Symptom eines ethisch kranken Systems. Es widerspricht jeder Intuition, dass das millionenfache Kükentöten erlaubt bleibt. Das Tierwohl zählt kaum mehr. Schuld daran sind vor allem die Konsumenten. Sie legen keine Eier und setzen kaum Fleisch an. Sie sind wirtschaftlich unnütz. Jedoch kann es nicht in Ordnung sein, Leben kaum geboren abzutöten. Laut Tierschutzgesetz darf dies nur bei einem vernünftigen Grund geschehen. Und dieser scheint laut den Gerichten bei wirtschaftlichem Verlust gegeben. Sie bestätigen damit juristisch ein System, das ethisch krank ist. Bei der Produktion von Eiern und Hühnerfleisch ist es inzwischen so weit, dass Effizienz alles ist und das Tierwohl kaum noch etwas zählt. Aber ein Urteil darüber, ob die Praxis des Kükentötens noch von der Gesellschaft getragen werde, sei der Richterspruch nicht. Der Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und Tierwohl hat das Potenzial, bis zum Bundesverfassungsgericht zu gelangen. Das hat 1999 schon einmal in ähnlicher Sache geurteilt. Damals ging es um die Haltung von Hennen in Legebatterien. Die Karlsruher Richter schrieben vor, dass die Tiere mehr Platz bekommen müssen. Doch dieser Weg ist langwierig. Die Klage zu den Legebatterien war 1990 eingereicht worden. Geurteilt wurde 9 Jahre später. Süddeutsche Küken als Sättigungsbeilage. 48 Millionen männliche Küken wurden in Deutschland im Jahr 2015 vergast. Ein Kollateralschaden, denn die Tiere sind nutzlos. Besuch in einer Brüterei. Andere sehen ein Ei als ein emotionales Produkt. Glückliche Hühner, die gute Eier legen, bekommen viel Grün zu fressen und können sich einigermaßen frei bewegen. Da sich Hühner naturgemäß jedoch kaum weiter als 3 Meter von ihrem Stall entfernen, versetzt mancher gute Bauer den tonnenschweren Stall sogar im Sommer, wenn das Gras wächst. Schließlich besitzt das Ei Symbolwirkung auf Leben und Tod. Das Ei gilt als Zeichen der Geburt. Und das massenhafte Töten berührt die Menschen.
Zwar wird der Kükenschredder heute kaum noch genutzt, jedoch fahren die Küken in einem automatisierten System auf einem Förderband, bis sie ersticken. Zoos kaufen sie dann als Futter für Schlangen oder Raubvögel. Auch Privatleute können sie für ihre Haustiere erwerben. Im Versandhandel kosten 10 Stück 1,98 Euro. Abgepackt und angepriesen als knapper Spaß für Katzen, Frettchen und Hunde. Und das ist tatsächlich eine Errungenschaft. Früher kamen die Küken auf den Müll. Peter, 50 Millionen Eintagsküken landen jährlich auf den Müll. Die Tierschutzorganisation PETA prangert mögliche Tierrechtsverstöße härter an als die meisten anderen Vereine mit einem größeren Publikum. Zur aufgegriffenen Thematik schreiben sie zusammengefasst die folgenden Zeilen. Wem geht beim Anblick von kleinen, flauschig-gelben Küken, die hinter ihrer Hühnermama hertippeln, nicht das Herz auf? Eigentlich findet nahezu jeder Hühnerbabys süß und gleichzeitig ist jeder, der Eier konsumiert, für ihren frühen Tod mitverantwortlich. Die heutige Tierhaltung hat nichts mehr mit einem idyllischen Leben auf einem Bauernhof zu tun. Tiere werden im Rahmen aufwendiger Programme auf immer mehr Leistung gezüchtet, denn nur diese ist in der Branche von Bedeutung. Daher gibt es heute zwei extrem gezüchtete Hühnerlinien, die beide ein entbehrungsreiches Leben führen müssen. Sogenannte Legehennen und Masthühner. Die kleinen Brüder der späteren Legehennen sind wertlos für die Industrie, da sie weder Eier legen können, noch einen wirtschaftlich rentablen Fleischansatz haben. Aus diesem Grund werden für die Eierproduktion allein in Deutschland jährlich mehr als 50 Millionen männliche Küken routinemäßig in den Brütereien vergast oder lebendig geschreddert. Das gilt auch für Bio-Eier. Die Hühner auf den Elterntierfarmen werden nur zu einem Zweck gehalten, Eier legen, um die Legebetriebe mit weiblichen Nachkommen für die Eierproduktion zu versorgen. Regelmäßig werden diese Elterntiere ausgetauscht und getötet, denn irgendwann erbringt ihr ausgemerkelter Körper nicht mehr die Legeleistung, die von der Industrie erwartet wird. In den Brütautomaten schlüpfen die kleinen Hühnerbabys ohne die Zuneigung ihrer Mutter. Dies ist besonders grausam, da eine Hühnermutter schon vor der Geburt Kontakt zu ihren ungeborenen Küken aufnimmt und sich über verschiedene Pieplaute mit ihnen unterhält. Nach dem Schlüpfen werden die Plastikkisten auf lange Förderbänder ausgekippt und die Küken werden wie lebloses Gemüse sortiert. Hierbei greifen Arbeiter immer wieder schwache, kleine oder verletzte Küken heraus und schmeißen diese lebendig in nebenstehende Eimer. Diese werden später mit den männlichen Tieren getötet. Anschließend folgt das sogenannte Sechsen. Auch hier greifen sich die Arbeiter blitzschnell ein Küken aus der Masse. Ist es weiblich, wird es in eine weitere Kiste geschmissen und meist wird ihnen direkt der vordere Teil des Schnabels abgetrennt, bevor sie verpackt und in die Legebetriebe transportiert werden. Ist es männlich, wird es zurück aufs Förderband geworfen. Am Ende des Förderbandes wartet entweder der Schredder, in dem die gerade geborenen Küken lebendig zu Brei verarbeitet werden, oder aber die Küken werden in große Behälter verfrachtet, wo sie einem minutenlang andauernden Todeskampf ausgesetzt sind und letztendlich durch das Gas ersticken. Laut der Tierschutzorganisation bereitet nur eine vegane Lebensart diesem Tierleid ein Ende. Würde man den Kreislauf weiterziehen, ist aber auch dies nutzlos, sofern Veganer ein Teil der modernen Gesellschaft bleiben. NTV, frisch geschlüpft in den Schredder, wie männliche Küken getötet werden. In der Geflügelindustrie ist die Massentötung männlicher Küken seit Jahrzehnten gängige Praxis. Wie die Tiere aussortiert werden, ist vielen Verbrauchern aber gar nicht klar.
Sie werden geschreddert oder vergast aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Männliche Küken gelten in der Legehennenzucht als unerwünschtes Nebenprodukt. Da sie später keine Eier legen, betrachten die Brütereien sie als nutzlos. Auch lassen sich die Hähne nur schlecht mästen, haben also zu wenig Fleisch zu bieten. Die Folge: Jahr für Jahr werden hierzulande rund 48 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet. In der Geflügelindustrie spricht man von Eintagsküken. Das Vorgehen ist brutal. Mit routiniertem Blick sortieren Mitarbeiter des Geflügelbetriebs die männlichen Küken aus. Sie werden, noch quietschlebendig, auf ein Fließband gesetzt. Dieses transportiert die Tiere zu einem Industrieschredder. Der zerhäckselt sie bei lebendigem Leib. Bislang gibt es zu diesem Verfahren, dem Kükenschredder, nur eine Alternative, die Gaskammer. Hier sterben die Küken innerhalb weniger Minuten, weil sie keinen Sauerstoff mehr, sondern nur noch Kohlendioxid einatmen. Schreddern oder vergasen. Das eine wie das andere ist seit Jahrzehnten gängige Praxis in der Geflügelindustrie. Ein Teil der toten Küken wird dann als Futter für andere Tiere in Zoos weitergereicht. Es sind schlicht Kostengründe, die den männlichen Küken zum Verhängnis werden. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen, heißt es in § 1 des Tierschutzgesetzes. Doch diese Maßgabe wird unterschiedlich interpretiert. Dass die getöteten Küken zum Teil verfüttert werden, gilt den Betrieben als vernünftig genug. Nordrhein-Westfalen hatte die Massentötung der Nachwuchshähne 2013 als erstes Bundesland per Erlass verboten. 11 Geflügelbetriebe aber klagten, mit Erfolg. Andere Bundesländer entschieden sich von vornherein gegen ein Verbot. Sie fürchteten die Verlegung der Legehennenproduktion ins Ausland. Eine von Forschern der Universitäten Dresden und Leipzig entwickelte Methode soll der Kükentötung ein Ende bereiten. Mit einer bestimmten Technik lässt sich dem befruchteten Hühnerei schon innerhalb der ersten 88 Stunden die Information entlocken, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handeln wird. Das Projekt zur spektroskopischen Geschlechtsbestimmung ist weit fortgeschritten, aber noch nicht reif für den Massenbetrieb. Es wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefüttert. Utopia. Schluss mit den Kükenschreddern. Diese Initiativen wollen die Brüder der Legehennen retten. Millionen von Küken werden in Deutschland jedes Jahr getötet, weil sie sich weder zum Eierlegen noch als Masthähnchen eignen. Sie sind die Brüder der Legehennen. Verschiedene Initiativen würden das Kükenschreddern gerne beenden und arbeiten bereits an Lösungen. Idee 1: Aufzucht der Hahnenküken. Die Bruderhahn-Initiative Deutschland will in erster Linie gegen das akute Problem der Kükentötung vorgehen. Die beteiligten Höfe und Züchter ziehen die Bruderhähne der Legehennen mit auf. Um die Kosten hierfür zu decken, wird für jedes Ei aus der Bruderhahn-Initiative ein Zuschlag von 4 Cent verlangt. Dieses Geld wird für die Aufzucht sowie die Vermarktung der Bruderhähne eingesetzt. Die Bruderhähne werden nach strengen Bio-Richtlinien aufgezogen. Als langfristiges Ziel strebt die Bruderhahn-Initiative zwar die Züchtung von Geflügelrassen an, die sich wirtschaftlich für die Eierproduktion und die Mast eignen, doch solange noch keine erfolgreich einsetzbare Hühnerrasse gefunden ist, appelliert die Initiative auch an die Verbraucher. Wenn wir als Gesellschaft die intensive Tierhaltung, egal ob in Bio oder konventionell, nicht mehr wollen, dann führt das zu der Konsequenz, dass jeder von uns sein Ernährungsverhalten überprüft und eine Bereitschaft entwickelt, zukünftig höhere Preise zu zahlen. Hähnlein, Hähnlein, Hähnlein.
Auch die Initiative Hähnlein zieht die Brutertiere der Legehennen mit auf, als Leithahn in der Hühnerherde oder als Hähnlein. Während die Leithähne gemeinsam mit den Legehennen gehalten werden, 1 bis 2 Hähne pro 100 Hühner, werden die Hähnlein ca. 120 Tage lang gemäß EU-Bio-Richtlinien aufgezogen und dann geschlachtet. Zum Vergleich, konventionell gehaltene Masthähnchen werden bereits nach ungefähr einem Monat geschlachtet. Da das Fleisch allein die Kosten für die Aufzucht nicht deckt, geht von jedem verkauften Hähnlein-Ei ein Anteil an die Aufzucht der Brüder. Spitz und Bube. Das Projekt Spitz und Bube der Supermarktkette Rewe findet im Gegensatz zu den anderen Initiativen in der konventionellen Tierhaltung statt. Hier werden entgegen der gängigen Praxis zum einen die Schnäbel der Tiere nicht gekürzt, zum anderen die männlichen Küken mit aufgezogen. Die Legehennen bekommen gentechnikfreies Futter und leben in Freilandhaltung. Die männlichen Tiere werden doppelt so lange wie konventionelle Masthähnchen aufgezogen. Jungockel-Projekt Stolzer Gockel. Der Demeter-zertifizierte Geflügelhof Schubert in Franken zieht seit 2009 so viele Gockel wie nur möglich mit auf. Die Hahnenküken wachsen die ersten 8 Wochen gemeinsam mit den Legehennen auf und werden danach in einem eigenen Stall mit Wintergarten und Grünauslauf gehalten. Erst nach 4 bis 5 Monaten werden sie geschlachtet und als traditioneller Gockel küchenfertig an bewusste Verbraucher verkauft. Bickelhof, Bio-Eier mit doppeltem Lebenswert. Der Bickelhof bei München hält Legehennen nach Demeter-Richtlinien und vermarktet die Eier regional. Seine Demeter-Hühner bezieht der Hof vom Geflügelhof Schubert. Mit einem Teil des Gewinns aus den verkauften Eiern unterstützt der Bickelhof dessen Aufzucht der Bruderhähne. Idee 2. Das Zweinutzungshuhn. In der kleinbäuerlichen Landwirtschaft oder zur Selbstversorgung kamen vor den spezialisierten Züchtungen der Agrarindustrie selbstverständlich Rassen zum Einsatz, die Eier und Fleisch lieferten. Verglichen mit den heutigen Turbo-Legehennen und Masthähnchen sind diese Zweinutzungshühner jedoch nicht mehr wirtschaftlich. Heute gibt es wieder verschiedene Versuche, Zweinutzungshühner einzusetzen, also Hühnerrassen, die sowohl Eier legen als auch Fleisch ansetzen. Hier hätten Landwirte theoretisch von männlichen und weiblichen Tieren einen Nutzen und die Kükentötung wäre überflüssig. Sogenannte Zweinutzungshühner legen zwar weniger Eier als Hochleistungsrassen und setzen weniger Fleisch an, speziell im Biobereich und in kleinen bis mittleren Betrieben könnten sie dennoch für Bauern interessant sein. Mit dem Ziel, einen Zweinutzungshuhn zu entwickeln, dessen Haltung für Landwirte rentabel ist, wird in der Forschung derzeit sowohl mit alten Rassen experimentiert, als auch eine neue Züchtung angestrebt. In Österreich konnten sich Brütereien, Tierschutzverbände, Einzelhandel und Landwirte bereits darauf einigen, dass die Kükentötung im Biobereich abgeschafft wird und die Brudertiere der Legehennen mit aufgezogen werden. Dafür wird unter anderem die Hühnerrasse Sandy eingesetzt, die zwar auf Legeleistung gezüchtet ist, aber etwas weniger Eier legt als Hochleistungsrassen und deren männliche Tiere mit vertretbarem Aufwand gemästet werden können. Le Bleu ist die bekannteste heute gezüchtete Rasse des Zweinutzungshuhns. Idee 3. In Ovo-Geschlechtsbestimmung. Eine mögliche Lösung für das Kükenproblem, die insbesondere auf die großindustrielle Landwirtschaft zugeschnitten ist, könnte die Vorabgeschlechtsbestimmung im Ei werden. So würden männliche Küken gar nicht erst ausgebrütet werden. Mittels Spektroskopie
wird bei dieser Methode schon wenige Tage nach der Befruchtung festgestellt, welches Geschlecht der heranwachsende Hühnerembryo hat, und es kann entsprechend aussortiert werden. Kritiker halten die Vorabgeschlechtsbestimmung als langfristige Lösung für untauglich, da sie am wirklichen Problem der wenig tier- und umweltfreundlichen industriellen Massentierhaltung vorbeigeht und zu einer weiteren Spezialisierung und Industrialisierung führen könnte. Fazit: Kükenschreddern, Kükenschreddern, Kükenschreddern. Das ist alles, was die Industrie will. Das könnte man zumindest leichtfertig behaupten. Jedoch müssen wirtschaftlich agierende Unternehmen in erster Linie ihr Gewinnziel verfolgen. Wie ich persönlich als ausgebildete Wirtschaftskraft weiß, das führt in diesem Fall leider zum Kükenschreddern. Das Ausmaß ist mindestens so schrecklich wie die Tat selbst. Hiervor sollte uns eigentlich der sprichwörtliche, gesunde Menschenverstand oder wenigstens unser Herz für alle Lebewesen, in meinem Fall spätestens die Sozialwissenschaften, schützen. Das tun sie aber nicht. Was in unserer Gesellschaft zählt, ist leider in erster Linie grenzenloses Leistungsstreben, was ich selbst ebenfalls zur Genüge kenne. Und auch deutsche Universitäten müssen heutzutage leider erbarmungslosen Leistungswillen verkörpern. Was hierzulande geschieht, könnte man in sämtliche Richtungen interpretieren und auslegen. Aber was bleibt, ist wohl kaum mit einem reinen Gewissen vereinbar. Die Tötungsmaschinen müssen gestoppt werden, für alle Lebewesen. Manches Unternehmen würde das ja auch gerne tun. Das würde aber in vielen Fällen zum eigenen Untergang führen. Denn für zahlreiche Verbraucher zählt im Supermarkt ebenfalls nur der Blick auf das Preisschild. Ihnen sind ebenfalls die Hände gebunden, womöglich durch einen zu geringen Verdienst. Studien bewiesen längst, dass sich viele Verbraucher deutlich gesundheitsbewusster und sozialverträglicher ernähren würden, wenn ihnen mehr Geld dazu zur Verfügung stehen würde. Hier entstand ein Kreislauf, der sich wohl nur durch staatliche Regelungen in eine sozialverträglichere Richtung steuern ließe. Längst wird an unterschiedlichsten technologischen Lösungen gearbeitet, das Problem der Kükentötung einzudämmen, wenn nicht sogar gänzlich zu lösen. Allerdings würden gewinnorientierte Unternehmen wohl auch dann die Option wählen, die den Preis möglichst klein hält und einen möglichst hohen Gewinn verspricht. Hier ist ein Staat gezwungen, in die Wirtschaft einzugreifen. Das gilt auch für einen Staat, der in der Regel sehr ungern in wirtschaftsinterne Abläufe eingreift. Ansonsten wird dieses Problem wohl auch bei relevantem technologischem Fortschritt weiterhin bestehen. Außerdem sollten die Verbraucher über diese und ähnliche Vorgehensweisen informiert werden, was ich an dieser Stelle gerne tue und eventuell auch weiterhin tun werde. Meiner Medientätigkeit. Diese möchte ich gerne einmal grundlegend beantworten, damit sie nicht immer wieder aufkommen müssen. Nachfolgend die Top 3. Platz 3. Haben Sie als Medienschaffender nicht sehr viel Verantwortung für künftige Generationen und müssen darauf achten, was Sie sagen? Klar, das hat schon Scheiß. Klar, das hat den Scheiß. Platz 2. Positionierst du dich nicht durch deine Medientätigkeit und sind deine Arbeiten nicht sehr anstößig? Nein. Ich ließ meine kreativen Tätigkeiten eine Weile schleifen, aber besitze dennoch viel Erfahrung und Qualifikationen, vor allem im Bereich Text. Zudem bin ich von mir selbst sehr daran interessiert, und wir aus wirklichen Themen auch zu
aber selbst möglichst keine Stellung oder Position zu beziehen. Wenn man so viel macht, wird womöglich für Menschen, die sich intensiv mit meiner Arbeit beschäftigen, die Möglichkeit bestehen, mich ansatzweise zu lesen und kennenzulernen. In der Regel passieren mir aber keine Anfängerfehler mehr. Zudem wird diese Sendung vom Radio OKJ im Mittags-, Nachmittags- und Abendprogramm gesendet, was mich eher auf einen FSK-0 schließen lässt. Offenbar kann ich nicht wirklich böse sein, noch nicht mal, wenn ich das sehr bemüht versuche. Platz 1, der absolute Highscore. Es gibt wohl kaum eine dümmere Frage, die man stellen kann, als einen kreativen Menschen zu fragen, warum er künstlerisch tätig ist. Okay, eigentlich gibt es keine dummen Fragen, aber diese Frage zeigt dann doch schon eine ganz besondere Form geistiger Armut. Also nochmal, denn komödiantischer hätte ich es selbst kaum aufbereiten können. Warum tun sie das überhaupt? Es sitzt etwas in meinem Kopf, was da nicht hingehört. Das nennt man Gedanken und Ideen. Manchmal vielleicht sogar Gefühle. Andere kennen das Letztgenannte vielleicht zumindest in Form von Hunger oder Durst. Diese sammeln sich an und müssen irgendwann raus. Ich könnte auch versuchen, mich von diesen zunehmend auffressen zu lassen. Oder diese Verrücktheit einfach im Privat- und Berufsleben auszulassen. Aber künstlerische Tätigkeit erscheinen mir für manche Handlungen noch eine geeignetere Alternative. Wenn sich davon andere Leute unterhalten, begeistern, mitreißen, anspornen, inspirieren, motivieren, stützen oder was auch immer lassen, ist mir das vollkommen recht. Die größte Freude liegt aber wohl unweigerlich darin, sich selbst auf eine Art und Weise ausleben zu können, wie es im Privat- und Berufsleben vollkommen unpassend, wenn ich sogar gefährlich wäre. Klar veröffentliche ich meine Werke. Ein Dichter schreibt Gedichte. Ein Maler zeichnet Bilder. Ein Musiker schreibt und produziert Songs. Ein Schriftsteller schreibt Bücher. Alles, das ist Entertainment. Klar ist dabei immer einiges dabei, was ungesehen in den Schubladen verschwindet und nie wieder auftaucht. Einiges ist es eben noch wert, veröffentlicht zu werden. Wer das nicht sehen, hören oder fühlen möchte, der soll ab- oder umschalten. Das erscheint mir persönlich die einfachste Variante. Wenn sich keiner mehr für meine Arbeiten interessiert, erreichen diese auch kein Publikum. Solange es jedoch Menschen gibt, die sich für meine Arbeiten interessieren, werden diese auch ein gewisses Publikum erreichen. Das ist zwangsläufig so und erfordert im Prinzip keine Einwirkung auf andere. Anders ist das, als wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker geht, um euch ein Brötchen zu kaufen. Der Bäcker muss euch wohl euer Brötchen geben. Es ist aber niemand verpflichtet, sich meine Arbeiten anzutun. Das geschieht auf völlig freiwilliger Basis. Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er es machen? Warum? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Na, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? Und Kückenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime. Destroy. Eliminate it. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord.
Totschlag und Kinderschändung. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Gezielte Mordanschläge. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Ja, machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Das ist ein populistische Scheiße. Direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du? Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Erfahrung in Top. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, kenne ich, sage auch die Namen. Ich stimme verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das finde ich war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen? Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Auch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Trucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. Um kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Trucker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber ich bin keine Mut an Worten. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk. Kanal 9 sind die Trucker immer. Okay. Zu dieser Zwangshinrichtung aller Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren. Bei Nebel und bei Regen auf der Autobahn. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwild werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann kann Alma den Chat! Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Gerommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis. Statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne, dann nehmt einen Schluck aus eurer Kanne. Achtung!
Vorsicht, bitte nicht nachmachen. Dies ist eine alternative musikalische, komödiantische, journalistische Unterhaltungssendung. Das verstehen einige Leute nicht. Nachahmungen schweben ständig in großer Gefahr, starker Hetze und ausschweifenden Verleumdungen ausgesetzt zu sein. Fakten und Inhalte könnten ungeprüft verdreht werden. Sobald ihr ein einziges kritikfähiges Wort benutzt, könnte beispielsweise unterstellt werden, verrückt zu sein, Frauen wie Objekte zu behandeln, wenn nicht noch Schlimmeres, rechtsradikal oder ein Pornostar zu sein. Euer YouTube-Kanal könnte zerschossen und beinahe vollständig zerstört werden. Ihr könntet euren Arbeits- oder Studienplatz verlieren, bei euch völlig unbekannten Personen anerkennen und die Polizei könnte geneigt sein, Falschanzeigen und falsche Beweise gegen euch mit großer Freude und lächelndem Gesicht anzunehmen. Ihr könntet alles verlieren, was euch gut, teuer und heilig ist. Daher eine offenbar notwendige Warnung an alle, die sich einem Selbstversuch geneigt fühlen und sich an diese Sendung anlehnen wollen. Bitte macht das, was ihr hier hört, bitte nicht nach. Ereignisse, Gegebenheiten und Handlungen in den kreativen Werken dieser Sendung sind frei erfunden. Bezüge zu real existierenden Personen sind rein zufällig und so nicht beabsichtigt. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sendung erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themengerechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar
sagen allen, sogar im Vordergrund zu hören sein. Hier ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern rechtsradikal oder pornografisch ist. Aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemeinhin einen tollen Abdreher. Viel Spaß! Wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Nochmals herzlich willkommen zum Special über das Thema Kückenschreddern. Einige Sendezeit ist schon vorbei, aber ich meldete mich bisher ja nur mit meiner kurzen Wutrede. Meiner zu diesem Thema gehörigen wissenschaftlichen bzw. journalistischen Arbeit und meiner verlängerten Wutrede zum Kückenschreddern. Nun ist es erstmal Zeit für einige Musiktitel. Natürlich produzierte ich alle Werke dieser und anderer Sendungen Hottentott selbst und selbstständig. Beim nächstfolgenden musikalischen Werk konzentrierte ich mich vor allem auf die hohe Zahl der Küken, die jedes Jahr geschreddert werden. 50 Millionen. Wie fast alle Quellen ähnlich berichten. Somit heißt der nächste Titel auch Wir sind 50 Millionen. Ich instrumentalisierte ihn mit zwei verschiedenen musikalischen Instrumentalstücken. Für die Version, die ich in der heutigen Sendung veröffentlichte, bearbeitete ich Improvisation on Sunday von Alex Berosa. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. Im kuscheligen Federkleid sind wir schön und bald gefeit vor euren Gräueltaten. Ihr könnt uns doch nicht ewig jagen. Irgendwann sind die Maschinen auf euch gerichtet und eure Verbrechen werden schwer gewichtet. Dann schützt euch auch nicht mehr dieser Staat. Stellt die Tötungsmaschinen sofort ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen.
50 Millionen. Wir gackern für unser Leben gern. Wir gackern ab nah ab fern. Wir werden uns zusammenrotten und euch erfolgreich stoppen. Ihr könnt uns doch nicht ewig die Knochen pressen. In viele Millionen kleine Herzen stechen. Wir schlagen irgendwann zurück. Dann braucht ihr sehr viel Glück. Stellt die Tötungsmaschinen ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Wir wehren uns mit nur einem Ziel. Diese Schandtat bleibt nicht ewig euer Spiel. Irgendwann ist es vorbei und dann sind wir wieder frei. Wir merken uns, was ihr da tut. Wir sehen noch immer unser Blut. Doch wir empfehlen euch vorab, stellt die Tötungsmaschinen ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir werden bald in Freiheit leben. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn wir spinnen? Wir werden irgendwann in Freiheit leben. Denn wir sind 50 Millionen. Der nächste Titel lässt einen Angriff auf die Fast-Food-Branche vermuten. Ob das wahr ist, lasse ich mal so dahingestellt. Fakt ist aber, ich veröffentlichte ihn unter dem Titel »Ich bin dumm, ich fress bei doof«. Ich instrumentalisierte ihn mit zwei verschiedenen musikalischen Stücken und bearbeitete für die Version, die ich heute veröffentliche, »Kindergarten« von Godonark. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gesundheit ist mir doch egal, noch nie gehört von jeder Tier Qual. Solange das Portemonnaie es hergibt,
fress ich, bis ich umkipp. Wie gerne werd ich dabei dick. Dünn sein ist für mich nicht schick. Alles andere ist Schinderei und mir ganz einerlei. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Was stört mich, was andere denken? Ich werde mich selbst beschenken. Ich hole Burger für Burger und Pommes frites für Pommes frites. Ich merke, ich bin kein Worker. Das Ganze macht mich eher fit. Für all das, was ich fressen müsste, lauf ich weder zum Bauern noch zur Küste. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich liebe das goldene M, ebenso wie einen Kinn. Das alles brenne ich mir mit. Ich wirke alt, das macht mir schick. Am besten aus dem nächsten Supermarkt. Da halt ich an, das macht mir stark. Doch kochen ist nicht ganz mein Ding. Ich werf es weg und geh zum Kinn. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Der nächste Titel ist ähnlich wie der eben gehörte. Ich instrumentalisierte ihn aber nur mit einem Instrumentalstück und nannte ihn Billiges Fleisch um jeden Preis. Das gewählte Instrumentalstück heißt Quicksilver Screensaver und wurde von Septa Helix veröffentlicht. Ich wünsche viel Spaß beim Hören meiner folgenden Neuveröffentlichung.
billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch, ohne Fleiß. Billiges Fleisch, kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. In der Tiefkultur rammelt es vor sich hin. Angepriesen für großen Genuss, ich glaub ich bin. Wer will das Zeug fressen? Das geht doch wohl nicht klar. Hauptsache, der Preis ist ganz fein klein. Aber doch, na klar. Tiere leiden grausam unter diesen Machenschaften. Und wir konsumieren freudig das in Massen. Irgendwann muss sich doch jeder eingestehen. Das kann nicht sein. Das wollen wir nicht sehen. Und schon gar nicht essen. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch, ohne Fleiß. Billiges Fleisch, kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Döner für einen Euro, Kinderteller zum kleinen Preis. Das ist nicht gut, das kann nicht sein. Schmackhaft für die nächste Generation, aber nur mit sehr viel Inspiration. Dazu reicht nicht jede Vorstellungskraft. Abzulenken vom Thema man nicht immer schafft. Wenn schon, sollten wir den Tieren dankbar sein. Sie geben ihr Leben. Unser Mitgefühl ist oft zu klein. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß. Billiges Fleisch kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Der nächste Titel lässt wieder viel Interpretationsspielraum offen und ist aber vielleicht wieder etwas leichter verdaulich. Für den musikalischen Hintergrund der aus zwei gewählten Versionen bearbeitete ich Prelude von Reus Neuss und nannte das musikalische Werk »Sei das Küken meines Lebens«. Ich wünsche viel Spaß. Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr, ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Der Tag, an dem wir uns begegnet sind, noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein, denn mein Glück bringst mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühle mich so viel stärker, nur durch dich. Einfach, weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben.
Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir. Ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe, wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr, ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben. Ich möchte doch dann dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben, doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr, ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Der Tag, an dem wir uns begegnet sind, noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein, denn mein Glück bringst mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühle mich so viel stärker, nur durch dich. Einfach weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben, doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir, ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe, wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der folgende Titel regt dann womöglich wieder eher zum Nachdenken an. Er heißt, die Schornsteine stehen nicht still.
Ich instrumentalisierte ihn mit zwei unterschiedlichen Stücken und bearbeitete für die Version, die ich heute veröffentliche, Two Swords von Ghost. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Maschinen stehen niemals still, erzeugen Tod, Hass, Schrott und Müll. Es gibt so viel Unheil auf dieser Welt, alles nur für das schnöde Geld. Eingebunden in diese Maschinerie kann sich leider kaum jemand entziehen. Was bleibt, sind nur noch Träume von einer besseren Welt, in der so viel mehr zählen möge als nur das schnöde Geld. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann sich noch dagegen stellen in einer Welt, in der viele, viele Dinge fehlen? Unser Herz sollte uns besser leiten. Wir sollten nicht nur Schmerz bereiten, doch wir tun es doch und immerfort. Uns fehlt oft der Mut, hier und dort. Abhängig von einem kranken System, unter dem wir leider alle schon viel zu lange stehen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann in einer solchen Welt noch glücklich sein? In einer Welt voll Kummer, Schmerz und Leid. Für Gerechtigkeit muss endlich vieles enden. Besser ist, mit Herz und Verstand zu lenken. Dieses Erbe möchte die Gesellschaft nicht mehr tragen. Und eines Tages könnten kommende Generationen fragen, musste das denn wirklich sein? Wir brauchen Alternativen, das muss sein. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen.
Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Ich plane ein besonderes Silvesterprogramm. Während alle anderen Sender nur die gleichen Hits spielen, wie sie immer schon spielen, und voneinander kaum abgegrenzt, möchte ich eine Alternative anbieten. Ich arbeite an einem 8-Stunden-Programm, welches aus meinen eigenen Projekten besteht. Diese Sendung nenne ich dann Silvester Special. Noch ist unklar, ob Radio OKJ sich weigert, mein Silvester Special im Radio zu senden. Ich weiß auch nicht, ob es sonst jemanden interessiert oder irgendjemand hören möchte, aber ich werde es anbieten. Ich werde mein Silvester Special zusammenstellen. Und sobald es zusammengestellt ist, werde ich es verpacken. Und wenn es dann verpackt ist, werde ich es in der Nacht zwischen dem 30. und dem 31. Dezember über bekannte Medienkanäle veröffentlichen. Notfalls ganz allein, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Ich melde mich dann wieder. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles ja, was... sie nein, gehen nein. Mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. And this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. So, das waren dann schon mal einige meiner neuen Titel zum Thema Kükenschreddern. Leider kam ich nicht dazu, alle neu produzierten Titel zu diesem Themenpunkt zu veröffentlichen, obwohl ich ja eigentlich schon in der letzten Sendung damit begann.
Wenn ihr findet, dass meine Sendezeit zu kurz ist, dann beschwert euch doch bitte mal beim Radio OKJ, warum ich immer nur so kurz sende. Nein, Spaß beiseite. Ich bin ja eigentlich schon ganz gut bedient. Viele andere haben weniger Sendezeit. Wenn ihr findet, dass ich es hier ganz gut mache, könnt ihr aber auch das gerne mal an das Radio OKJ senden. Womöglich noch nicht mal als Beschwerde formuliert, sondern zur seltenen Abwechslung mal freundlich. Das Radio OKJ ist ein kleiner Lokalsender, bei dem ich jede Woche völlig ehrenamtlich zu hören bin. Und das nun schon wieder seit 2 Monaten komplett mit Neuveröffentlichungen. Hierfür darf gerne auch mal ein Lob folgen. Die Mitarbeiter des Radio OKJ freuen sich bestimmt darüber. Was ich nächste Sendung mache, weiß ich noch nicht so genau. Geplant sind weitere Titel zum Thema Kükenschreddern oder weitere Instrumentalisierungen meiner Stücke aus dem Erotik-Special oder von beidem etwas. Nun ist aber auch schon wieder Zeit für die Abmoderation. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für euer Interesse. Jetzt folgt noch mein Titel mit dem Titel »Eine Welt voller Küken« mit der bearbeiteten Instrumentalisierung von »We Silently Serve the Gentle Sun« feat. Blue Wave Fieri von Ivan Shaw. Daraufhin folgt meine verlängerte instrumentalisierte Wutrede zum Kükenschreddern mit dem bearbeiteten Hintergrund von Never Heard a Rhyme Like This Before von Scott Eltham. Und den letzten Abschluss bietet dann meine zweite Instrumentalisierung meines entsprechenden Medleys mit der Musikalisierung durch Absolutely Clear Instrumentally Mix von Cherwis. Ich wünsche viel Spaß. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken im kuscheligen Federkleid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, glücklich hüpfend im Vogelsang. Eine Welt voller Küken mit einem wundervollen Klamm. Eine Welt voller Küken, das ist es, was ich mir erträume. Eine Welt voller Küken, friedlich im Schatten der Bäume. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken, piepsend hinter ihrer Hühnermama. Eine Welt voller Küken, trappelnd, quasselnd und sinnend, lalala.
Eine Welt voller Küken. Dann stehen die Maschinen still. Eine Welt voller Küken. Und niemand ihnen mehr ans Leben will. Eine Welt voller Küken. Sie behaupten sich in der großen Welt. Eine Welt voller Küken. Sie zählen mehr als schnödes Geld. Eine Welt voller Küken. Einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken. Und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er es machen? Warum? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? 50 Millionen. Und Kückenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime. Destroy. Eliminate it. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord, Totschlag und Kinderschändung. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. 50 Millionen. Gezielte Mordanschläge. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Damit wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Ja, machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Das ist eine populistische Scheiße.
direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du? 50 Millionen. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. 50 Millionen. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. 50 Millionen. Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Erfahrung top. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, kenn ich kein, sage auch den Namen. Ich stimme verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das finde ich war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. 50 Millionen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 50 Millionen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA, kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Noch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Trucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. 50 Millionen. Um kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Trucker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber keine Mut an Worten! Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen.
50 Millionen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk. Kanal 9 sind die Schwackeln. Okay. Zu dieser Zwangshinrichtung aller Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren, bei Nebel und bei Regen, auf der Autobahn. 50 Millionen. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwild werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann hören alle mal den Chef! 50 Millionen. Fünfzig Millionen. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Gerommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis, statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne, dann nehmt einen Schluck aus eurer Kanne. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß. Billiges Fleisch kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. 50 Millionen.
50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das zerknüll ich und werf'sch auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood in mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen.
Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest, ich denke oft daran. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr, ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben. Ich möchte dich für immer bei mir haben, du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen, lieber würde ich mich selbst aufgeben, doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir, was will man mehr?
sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Fünfzig Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige Bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders info@radio-okj.de. Facebook www.facebook.com/carsten.todd.009/.